Gude. Gude, da sind wir wieder, ein riesiges Kitchen. Und heute gibt es eine leckere Spinatlasagne. Und wir brauchen dafür 4 kleine Zwiebeln oder 2 mittelgroße oder 1 große. Kann man euch aussuchen, aber ungefähr die Menge hier. Ein Teelöffel Thymian, ein Teelöffel Oregano, ein großer Knoblauchzehe, Pecorino, sardische Schafskäse, Sahne 200 ml, Lasagneblätter, geriebene Mozzarella-Käse, 2 Mozzarella, Spinat 450 Gramm, Frischkäse, Ricotta, laut Rezept unten drin, 4 Dosen Tomate, haben wir schon darin gemacht jetzt, und Basilikum. Nehmen wir los. Ja. Gut. Wenn du willst, kannst du auch die Zwiebeln machen und die Knoblauch. Dann tue ich mal die... Ich schreibe jetzt nicht mal ein bisschen zur Seite. Ja, kannst du machen. Ich tue die schon mal in Öl, weil die brauchen wir ja gleich. So, ein bisschen Olivenöl. Ihr könnt auch gute Butter holen. Oder Margarine. Ich hole Olivenöl. Wie willst du an die Zwiebel geschnitten haben? Da musst du nicht viel Geschiss machen. Einfach ein bisschen Würfelscher, weil die Viren je nachher mit dem Mixstab püriert. Komplett mit der ganzen Soße. Oh. So, wie gesagt, da tun wir gleich Fülle. Ich mache schon mal den Backofen an. Auf wie viel Grad? 190. Heißluft. Kein Unter-Oberhitze. Junge, da sehe ich doch hey, wieder nicht, gell? Ich krieg schon auf mit der Brille, hey. Guck mal, hey. Hol doch einfach mal andere Kneiseisen mit. Nee, da muss ich wieder rufen. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Was guck mal, heißt du das? Ja. Ja, das geht doch. Und dann hältst du 200 Grad. Nee, das ist 190. Das ist 175. 100 Finger weg. So, 190. Heißluft, Vorheize. So, Deppe brauche ich. So, da packen wir auch Olivenöl rein. Sieht viel aus, ist nicht viel, sind maximal 2-3 Esslöffel. Na, jedenfalls halt die Zwiebeln, die werden jetzt nur bis. Oh, flott. Macht ihr Knoblauch direkt eine mit? Das ist ein ganzer China-Knoblauch. Heißt doch so, oder was? Der heißt doch so. Ja, müssen die Leute ja wissen, wenn sie kaufen gehen. Ja, mein Gott, das ist so ein kleines Knöllchen halt, gell? So ein Miniaturknöllchen. Der schnellt sie jetzt nur Viertel Minute. Ich mache hier schon mal an. So. Noch rein, oder was? Dann rein damit. Wie gesagt, wird ja noch mit dem Pürierstab. Ja. Das ist aber schön. Brauchst du so klein? Mach einfach Klumpe. Was soll ich denn dann kein Großmesser? Weil ich heute mal auf das Küche-Petersche Lust hat. Echt? Ja. Ja. So, das mache ich nicht. Ich auch nicht. Sind uns ja einig, ausnahmsweise. Ja. Das kannst du, habe ich im Fernsehen gesehen, das kannst du da so schräg abschneiden. Aber ich zeige dir mal. Guck mal. Kannst du das so schräg abschneiden? Will ich aber nicht. Und dann ist das, guck mal, komplett weg. Ja, aber dann habe ich aber nichts zum Festhalle. Das sollst du nichts festhalten. Lass mich doch einfach schneiden. Das sollst du nur durchschneiden. Du musst nichts festhalten. Lass mich doch machen, wie ich es will. Jo, hey, fängt das gleich an.
Mal ganz klein. Flammen schon. Auf umrühren mit. Nee, ja. Mach ich auch nicht. So. So, jetzt geh ich mal gerade hier rüber, gell? Das ist mir dann doch zu heiß da. Jetzt wird sie die da rein. Kannst du jetzt hey drin machen. So, also du musst auch nur ein bisschen anschwitzen jetzt, gell? Ja. Dass es leicht zu glasig wird. Dauert schon 5 Minuten. Schneller geht das halt nicht. Und? Ist ja. Schon glasig? Nee. Nee? Mal gucken. Und dann mal rühren. Wie gesagt, braucht man ein bisschen. So. Jetzt brauchst du? Jetzt kommt da die geheime Zutat. Very important geheime Zutat. Tomate. Mein Englisch ist very good geworden, gell? Ah. Ich geh mal, hey, warte mal, ich geh mal in Deckung, weil das könnte ja leicht spritzen. Dankeschön. Ja. Da gibt es einen Trick. Entweder holt man den Kochlöffel im besten, manchmal klappt er damit, oder einen Kell. Weißt du, was ein besserer Trick ist? Muss ich weit weggehen. Nee, und da tut man halt einfach da drauf laufen lassen. Ja. Und dann spritzt das auch nicht zu. So, nur wie das schöner gepasst hat, gell? Ja. Du hast jetzt ganze Tomate geholt. In der Dose. Ja. Das sind die 425 Milliliter Dose. Ja, extra umgefüllt, weil wir ja keine Werbung machen. Wulle. Dürfe. Maradon. Maradon. Ja. So, jetzt kannst du halt deine Thymian darin machen und die Oregano. Einfach rin klatschen. So. Die Sahne, da freut sich jeder Italiener, gell? Ich weiß es nicht. Ist halt deutsch, gell? Aber nee, Quatsch, Italiener kochen auch mit Sahne, so ist das mal gerade nicht. So, die kommen auch hier hin bei die Spüle. Hast du auch alles drin, gell? Ja. So, das ist eigentlich simpel, gell? Zwiebeln anbraten, Knoblauch an, also schwitze, dass das ein bisschen klarisch wird. Der ganze Kladderadatsch da drin. Und rührst du nochmal? Alles so unterdunkel? Unterhebe. Unterhebe? Vermenge. Platz machst. Ja, dann gehe ich hier wieder rüber. Also alles vermenge, gell? Und dann gießt du mal dort ein bisschen auf die Grünsäure. Ich mache die jetzt aus. Mach die mal ein bisschen an. So, mach die trotzdem ein bisschen kleiner. Das muss jetzt kochen. 25 bis 30 Minuten. So richtig gut. Blub, 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 blub. Köchele. Köchele, das feinmache ich gleich, wie das mit dem Köchele gemeint ist. So. So, hier kannst du wieder drin, habe ich extra dafür gemacht. Jetzt musst du der Dragini mit drin. Das mache ich nicht. Darin kommen wir jetzt. So, hau ab. Wir sind immer Großmesser holen. Nee, nur um dich zu ärgern. So, genau, nicht dicker. Zeige ich den Leuten nochmal, wie dick das jetzt da ist. So. So. 5 mm, gell? Ja. Geben wir keine Würfel schon. Guck mal. So, kannst du es auch wieder drin tun, hey. Guckst du mal nach der Sauce? Ich guck mal nach der Sauce. Ich tue nochmal rühren. So, jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen kochen. Aber das Silikon-Dinger ist gut. Da hast du echt eine gute Idee gehabt. Das ist besser als so ein starrer Holzlöffel. Echt? Man lernt doch mal was von deinem Sohn, gell? Ja, irgendwo müssen ja die Gene durchkommen, ne, die ich damals produziert habe. Was soll ich jetzt machen? Der Spinat darin. Spinat darin. Die ist noch ein bisschen entwässere vorher, oder? Der habe ich entwässert. Der ist ja aufgetaut und ist ja abgedrüpst. Alles darin. So. So. Jetzt gebe ich schon einen Löffel. Das oder was? Ja, ist egal. Der Frischkäse darin. Und die Ricotta. Ricotta ist auch Frischkäse. Wird aber aus Molke gemacht. So. Bin schlau, gell? Hab ich gegoogelt. Das Kräuterfrischkäse. Und dann? Haben wir noch alles? Doch, gar nichts. Jetzt kriegst du von mir Salz. Mach da mal dran, ich hab ein bisschen hey. Ja. Also wieder mehr Salz wieder, gell? Ja. Ich hol immer nur Fleur de Sel. Egal. So. So viel.
Ach komm, holen wir heute wieder. Das ist meine Nichte, ist das, gell? Jo. Du bist mein Sohn. Ja. Und was sind von dem anderen Sohn, die kennen, mein Enkel. Von dem? Ja. Nee. Doch. Ja. 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 Nee, was? Ja, ja. Gell? Mein, ja. Das ist mein Enkel. Ja, ich Mann. Hab dann mit dem Verwandtschaftsgrad nicht zu. Also Pfeffer, gell? Ja, da muss man mal drin, weil der Frischkäse und der Spinat ist auch ja, ganz schön. Ne? So. Hey, fängt es an leicht zu kochen. So, dann habe ich jetzt, hey, da kannst du gut Muskatnuss reiben, gell? Ich? Ja. Wie viel brauchst du da? Ich bin ja, mein Finger müssen geschont werden. Ja. Wie viel brauchst du da? Ja, machen wir, ich muss das ja sehen. Ah, jetzt kommen wir hin. Muss man ein bisschen schräg dazu halten. Dann können wir ja besser gucken. Ne, das reicht nicht. Halten wir ein bisschen höher, dann rieselt das besser da drin. Dann kann ich ja besser sehen. Weil mit der Auge habe ich jetzt nicht zu. So, reicht. So, jetzt machst du das Mitsche Matsche Patsche. Da. Danke. So, jetzt soll ich hier noch mal kurz rühren. Einmal so, zweimal. Wunderbar. So, jetzt wird mal kurz hier püriert. Was ist denn, wenn du jetzt hey nichts mehr hörst? So. Dann kann es ja nicht fertig ist. Dann ist alles klein, gell? Ja. So, Deckel drauf. So. Keine Bock mehr. Was ja, jetzt? Ja, wart. Muss man auch mal probieren, gell? Probieren wir. Probieren wir. Bisschen Muskat noch. Ich mach dann hey mal klein. Ne? Weil hey. Weil, oh. Kocht das jetzt. Ja, der muss jetzt so spritzeln. Man muss ja einen Grund haben, sauber zu machen. So, ich hol mal gerade einen Lappe, gell? Und dann. Lass mir jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe. Lass mir eine halbe Stunde in Ruhe. Und dann weiter mal. Und man sieht sich, gell? Hä? Ich fahre jetzt nicht weg. Ja, das heißt einfach eine halbe Stunde kochen. Halbe Stunde kochen. Ja. Halbe Stunde kochen. Ja. So, dann probieren wir mal. Immer die Brille, das ist schlimm. Jetzt sehe ich schon Kontaktlinse an. Nee, ich lass mal den nächsten Laser. Jo, kommt noch Oregano dran. Dann war der Teelöffel zu wenig. Dann machen wir zu anderthalb Teelöffel. Mache auch jetzt schon aus, weil die ist fertig. So ist der Deckel mal, oder? Ja, tu mal weg. So, jetzt wird noch mal kurz vorsichtig umgerührt, halt ausgemacht. So, ist nochmal Schichte, gell? Ja. Also das Ding ist wirklich gut, gell? Und dann kannst du die ganze, die Rand kriegst du sauber. Ja, das ist gut, gell? Ich schmeiß die alle weg, die Löffel da, gell? Dann kaufe ich hin auch. Geht doch kleiner und größer. Ich weiß.
Die Dinger sind perfekt. Aber du musst darauf achten, dass die so sind wie, hey, so schön. Ja, habe ich ja. Silikon. Weil die kriegst auch knüppelhart. Die sind. Nee, habe ich ja. Ich wollte eine Fläde. Ja. Also, wenn du irgendwas in der Pan anbrotet durst oder wenn du gehackte Soße und dann kriegst du alles schön. Ich wollte eine Fläde. Ja. Die Gesorte. Ja. Die ich dir gefunden habe. Ich sage jetzt nicht wo, weil da habe ich nicht. Ist Werbung und dann meckert er wieder. So, also. Hey, rüber, gell? Ja. Jetzt tun wir den so ein Kerl, hey. Vielleicht auch zwei. Zwei. In die vorgeölte mit Olivenöl. Garnierte. Panierte, gell? So. Und jetzt kannst du den. Was sind die Dinger darin, aber? Wurde ja so Mustermacher ausgesucht, gell? Ja. So, einmal so, einmal so, einmal so. So. So, jetzt gebe ich ja noch einen anderen Kerl. Haben wir die noch? Ja, komm, Chris Heidi. Ich will mal gucken, wenn wir das in etwa so aufteilen können. Wenn ich auch immer was habe, guck dir das mal an. So, verteile das mal. Wenn du damit oder damit kannst du aussuchen. Mal probieren. Nur auf den Nudeldinger, gell? Ja. Muss nicht so genau sein, weil der andere kommt jetzt gleich schon drauf. Reicht ja schon. Nur, dass das gerade so ein bisschen. Oh, ich habe wieder Hunger da. Ich fühle das. Das ist ja auch lecker. So, jetzt willst du die nächste. Du musst die da erst einmal zart drauf liegen. So, andere Richtung. Im Verbund, wie ein Maurer. Ja. So, jetzt kannst du den Kerl wieder da drauf machen. Kein Tomate? Nein, nein, das is it, ja. Das ist ja. Pass auf, das geht gleich noch weiter. Ich wirst du staunen. Machen wir 5, 6 Schichten, ne? Ja, dann mache ich die jetzt mal gerade. Ja. Also 5, 6 Schichten machen wir jetzt Tuschur durch. Genau, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ja. So, Vater, jetzt habe ich noch ein Lager Lasagneblätter. Schön. So, jetzt willst du die Mozzarella, der geriebene. Ja. Quatsch, der geschnippelte, klein gehackte, gewürfelte. Machst du da drauf. Wir haben einen leichten Fehler gemacht. Eigentlich kommt der auf jede Schicht ein bisschen drauf. Dann vor lauter. Aber das ist ja wie gesagt. Ja. Sind alle nicht, nicht perfekt. Aber wie gesagt, da. Ach, hey, guck mal, hatte gefuscht mit seinem Peterschen, Messer-Peterschen. Hast besser mal Großmesser geholt, nee. Gell? Ja. Ja, wie gesagt, die schmilzt ja und klar, in den einzelnen Schichten wäre minimal besser. Aber damit kann man auch leben. Hauptsache der Käse ist überhaupt da drin, gell? Ja. So. Muss auch was satt machen. Voll gut, wenn du Nudel wirst, auch satt, gell? Also, und hat ein bisschen mehr Kalorien. Ja. Können wir ja vertrauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben die ewige Sorte 18 Lasagneblätter, gell? Das sind ja dann 6 Schichten. Vielleicht nochmal die Finger oder auch nicht. Jetzt ist die ja ein bisschen auseinander. Gell? Kannst du ja. Jetzt 4 brauchen. Jetzt du erst einmal gucken. Mach. Ich hole noch einen. Ich hole noch einen. So. Reicht aber. Passt aber nicht daneben die ein. Nee, du die ein bisschen überlappe. So. Und jetzt, also jetzt muss er mal zärtlich alles, bis das anfängt zu knacken. Peter, alles runterdrücken. Kann so einzeln machen. So, da kommt jetzt ein bisschen so schon wieder hoch. Und genau so ist das richtig. Der Spinatfrischkäse soll ja knacken. Soll ja. Ja, soll ja das Fischer sein. So.
dir die Hände dreckig. Und jetzt machst du von dem, ich kiffe da Dinge, von dem sardischen Schafskäse, den Rest kannst du da drauf verteilen. Wie gesagt, hat ja alles Lobby gekostet. Lobby gekostet. Geld gekostet. So. Das ist jetzt egal. Hauptsache drauf. Muss das wieder nicht viel Gedöns machen. So. Und jetzt mache ich halt die restliche Soße. Ich soll doch nicht mal reiben. Ja, dann mach doch mal. Schon gedacht, hätte ich schon drin. Nein, wie grob hetzen dann gern. Jo, der schmilzt ja eh. Mach drüber. Und da kann schon mal drin, gell? Weil ja? Der gibt ja auch noch mal Würze durch das Salz da drin, gell? Und ich benutze, wie du sagst, mach's, weiß ich nicht, zu 90% den Pecorino. Als der Parmesan. Ich benutze den ganz normale Parmesan. Jo. Den man in jedem Supermarkt kriegt. Grana Padano, ja. Ja. Oder der Retschelding Dingsgedöns. Ja. Okay. Ja, mir ist der zu würzig. Der originale esse ich höchstens maximal 24 Monate. Reicht nicht. Höchstens 24, ja genau, machen wir es so. 24 Monate. Die kriegst du auch mit 36 Monate und der ist mir einfach zu würzig. Eine Pecorino, die ist halt ein bisschen milder, aber vom Geschmack her um Welte besser. Da könnte man wirklich glauben. Weil ich so bin nicht, oder nie? Ja, ich gucke mal. Weil ich bin jetzt so der richtige Käse da, so Esser. Nehmen wir noch ein bisschen. Mach noch mal so viel. Das gibt Muckis, gell, nochmal fühle. Ja, ja. Ja, ja. Immerhin. Ich war mal Teenager. Was warst du? Ich war mal Teenager. Wie? Ich bin irgendwann mal in die Pubertät gekommen. Echt? Ist mal gut. Da habe ich das so im Gefühl, dass ich schon, siehst du? So. Mehr, der Rest da drüber. Teenager. Was? Ich kapiere das nicht. Ich bin irgendwann mal in die Pubertät gekommen. Irgendwann? Ja. 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 Und dann? Ja, da durchlebt man so eine Phase als Mann und als Frau. Ja, eine ja. Phase. Und dann, ja. Ist gut, reicht. Egal. Kostet Geld. Ist egal. Ja, so, also weiter, hey. Ist einfach die Soße da drauf. Ich könnte ja jetzt da drüber kippe. Aber der hat ja gemeint, man soll ja mit Roh kochen. Ja. Die Zeit wäre ja hektisch genug, gell? Genau, die Welt ist hektisch genug. Die Welt ist hektisch, das zählt ja nicht. Nee, Zeit ist konstant. Zeit ist konstant. Nach Einstein. Oder? Relativ. Hast du das wieder Schiss erzählt, oder was? Keine Ahnung. Ja, ich meine, ich weiß ja auch nicht. So intelligent bin ich nur ja auch nicht. Aber ich kann kochen, das sage ich euch. So, jetzt kannst du denn den komische Superlöffel, den ich doch gekauft habe, in 5 Läden gesucht habe. Ich bin schon 5. Ja, 5 Läden. Kannst du darin machen. Da den Löffel zu Scharin tun? Nein, die restliche Soße da. So. Okay, so drauf. Und ich halte mal Ruhe, das ist eine schwere Tippe. Mit der dann Bruchhebe los. So, das kann. Reicht. Das kann die ganze Klammbatsch weg. So. So. Jetzt haben wir ja noch nicht viel Käse gehabt, genau. Nee. Nur ein bisschen Mozzarella, 2 Kugel und ein bisschen von dem anderen da. Und es gibt noch die geriebene Mozzarella da drauf. Ihr könnt auch Gouda holen oder Emmentaler. Ist halt ein bisschen strenger oder der Edamer, der ist ein bisschen milder wieder. Aber haben wir so Mozzarella geriebene, seid auf der richtigen Seite. Man könnte aber auch einfach Mozzarella holen und Schäle stellen und drauf tun, wenn man das will. Man kriegt halt das schön verteilt. Jein, jein. Also heißt und geriffene Käse gibt ja ein geschlossene. Ja, es gibt halt Leute, die sagen. Kruste. Ja, Kruste. Es gibt halt Leute, die sagen, geriffene Käse, das ist der Dreck, der bei der Käsezubereitung runterfällt.
quasi. Was hast du daran gelesen? Da gibt es Leute, die glauben das, ja. Ja, ich mein Gott, nee, das ist ja künstlich gezüchtet, das ist Käse. Nein, so, nein. Guck mal, ist das nicht schön, Leute? Jetzt nochmal hier so ein bisschen Schüttelmann und Söhne mache. Und jetzt kommt das Ding in den Backofen. Für eine halbe Stunde. Wie gesagt, 190 Grad, Heißluft. Jetzt muss ich hier die Uhrstelle sehen, das muss ich hier wieder auf Null machen. Kannst du mal hier wieder. Oh, bist du jetzt mal ruhig beim Insteller? Start. Ja. Ja. Dann tun wir jetzt mal hier aufräumen. Jo. So. Und? Ja. Wie lange noch? Ich hab Hunger. Kurz vor einer Minute. Könnte ich auch was trinken wieder, gell? Aber kannst du was trinken? Da ja. Bestimmt auch, gell? Wo immer. Ja, dann holen wir. Ja. Gell? Willst du wieder deine schwere Flasche öffnen? Ich muss mal eine kaufen. Da kannst Nein. du mal sagen, was du willst. Nein. Damit deine gickische Schere immer. Immer treffen sich zwei Kovalenzer, gell? Nach 20 Jahren auf der Lührstraße, gell? Ja. Du meinst, wie die sich begegnen? Glaubst du nicht? Der eine und der andere, pfuh, normal, hä? Ja, gell? Dann mach, gell? Ja, dann mach, gell? Dann geh nie wieder. Nach ja. 20 Jahren. Also typisch Kovalenz, gell? Ja. Ja, müssen wir machen. Komm, bring mal ein Bier. So, was haben wir jetzt hier noch? 1,27. Guck mal, renn mal dir, das, was du seht, ja, gell? Prost. Mach dann mal Prost. Ja, die ist fertig. Sehe ich wieder, bald schon wieder nichts. Ja, komm, ich mach das. Ja, das geht ja wieder jetzt. Dann hol mal raus, stell es auf den Herd. Ich hol mal den Teller. Das hängt ja am Backofen ab. Das war jetzt Heißluft 190 Grad. Müsst ihr halt gucken, der Backofen, der backt zu. Der andere Backofen, der backt so. Guckt da halt ab und zu mal rein. So sieht er wieder schön lecker aus. Haben wir auch wieder was zum Sauber machen, gell? Ja. Ja, wunderbar. Also machen wir jetzt einmal Dinge weg. Schon mal einen Teller. Was auch wichtig ist, holt immer gute Zutaten. Nicht am falschen Ende sparen. Das, was drin kommt, kommt auch raus. Geschmacklich. Weil die Tomatendose, die hat dermaßen in Säure, da schmeißt du dich weg. Willst du noch eine haben, so einen Löffel da? Das ist egal. Nee, du brauchst aber noch einen Löffel für die Soße, weil die Soße ist ja auch wichtig. Du, jetzt ich mal probieren, ich habe auch gerade kein Wasser gekriegt. Ja. So. Warte mal, ich hab hier noch. Nee, das ist gut. Was hast du? Ich wollte noch Basilikum noch mal oben drauf machen. Aber das reicht ja auch so. Ja, kann man doch so essen. Das ist jetzt wirklich heiß, dass der nicht aufpasse. So, jetzt hast du ja hier die Schichte. In dem schönen Käse. Also, ich tue das nicht in den Mund. Dass ich mich in Ruhe lasse. Ich weiß, wie heiß das ist. Ja, das ist doch Pust, das ist ein Mund. Krieg mal jetzt. Baby beigebracht. Ich war nie Baby. Ich war direkt groß. Ich war direkt fertig. Direkt arbeitsreif war ich. Und? Gut. Wie gut? Jo. Lecker. Ja, das ist richtig gut. Komm, hey, hallo, hallo. So, schmeckt wirklich gut. Jetzt könnt ihr euch noch ein paar Pizzabrötchen dabei machen. Das zeigen wir euch auch irgendwann mal, wie man Pizzabrötchen macht. Oder einfach ein Baguette kaufen. Oder Baguette kaufen. Aber Pizzabrötchen ist besser vom Fleisch her. Da habe ich eine richtig schnelle Variante. Innerhalb von einer halben Stunde hast du Pizzabrötchen.
Verzeihen euch aber noch. Ich hätte gern 20 Pizzabrötchen. Bist du noch eine halbe Stunde bei der Trinke oder was? Ich hab grad, hey. Hast du angerufen? Ja. Wo? Lieferdienst. Im Leben nicht. Das ist immer gut. Wie heißt immer gut? Da muss ich mal erzählen, was die Leute machen sollen. Ich kann das nicht. Doch. Ich esse jetzt heimer. Also, ich muss das dann wieder versuchen. Eine kriege ich noch. Komm, eine kriege ich noch. Mit leerem Magen kann man ja nichts ansagen. Aber ist ohne Scheiß. Die ist wirklich gut, gell? So. Da wird doch manche Italiener arm wäre, gell? Perfekt. Also, abonniere, like, drumherum, der Wohner, ist egal. Was viel wichtiger ist, teile. Wenn du mit teile, erreichen wir was, gell? Auch weltweit mit teile. Ja. Gell? So, mäßig. Also, dann bis zum nächsten Mal, gell? Ja. Tschö. Tschö. Macht es gut.